Wir laufen nicht über das Loch mit der Lava rüber. Wir laufen hier so rüber und bedienen jetzt noch den letzten Schalter. Wo gleich übrigens auch dieser Betuligoid-Typ rauskommen wird. Also nicht wundern, aber wir haben jetzt ja hier Gott sei Dank Platz. Na komm. Wo bist du denn? Eben habe ich doch noch gesehen. Wenn er jetzt von hinten kommt, lache ich oder so, aber er müsste eigentlich von vorne kommen. Da ist er. Komm runter. Das wird jetzt nicht mehr so viel funktionieren bei mir. Ich habe jetzt nämlich Freiraum. Siehst du? So. Aha. Den nehmen wir jetzt auch nochmal seine Sachen weg, die er hat. Und wir speichern wieder. Speichern ist gut. Gut. Und hoch da. Immer vorsichtig. Immer vorsichtig. Immer vorsichtig. Immer vorsichtig die Munition einsammeln, ne? Aha. Okay. Vielleicht, ich weiß ja nicht, ich habe noch nie den Granatenwerfer gegen die Typen versucht. Ich kann ja mal den Granatenwerfer versuchen. Hm. Das ist sehr schlau. Genau! Das ist ja sowas von schwachsinnig. Jetzt schießt doch endlich! Hallo? Das ist ja sowas von schwachsinnig. Okay, er funktioniert, aber das ist auch nicht gerade die Medipack-sparende Methode. Muss ich ja mal sagen. Okay, es funktioniert, aber nicht gut. Ja, noch ein Slot, ich weiß. Ah, hier haben wir es. Das gucken wir uns nochmal an. Wir müssen hier einmal einen Salto machen und ich glaube da oben auch nochmal. Also zwei Salto in einem Sache. Oh Gott, das bin gut, das kriegen wir aber noch hin. Hoffe ich zumindest. Also hoch hier. Und rum da. Ja, wie habe ich das gemacht? Indem ich habe ihr gesagt, sie soll nach hinten springen und habe dann auf der Tastatur die Endetaste benutzt. Meine Lieblingstaste. So, jetzt mal gucken. Aha. Nee. Aha. Das kann man jetzt kurz sagen, ganz viel machen. Man muss ja auch... Nein, das war nicht richtig. Du solltest nicht nach unten. Das ist eben ganz schwierig. Ihr wirklich sagen, springen, rückwärts, Ende, drehen und festhalten. Obwohl ich die Steuerungstaste gerade überhaupt nicht loslasse. Da ist mein Finger drauf, Herr. Na super. Machen wir gleich mal auf der Ecke hier. Oh, das ist irgend so ein Depp. Der hat aber auch nur zwei ausgehalten. Okay. Wir scheinen ja alles richtig zu machen. Gerade schön Insel gerade. Da speichere ich mal. So, das müssen wir jetzt aber noch sammeln. Aha. Ah, das war ungünstig. So, gucken wir uns mal den nächsten Raum an. Nicht nett. Alles nicht nett. Aber hier haben wir einen Block, den schieben wir jetzt mal dahin, damit wir die Seilbahn benutzen können.
Und ich will nicht wissen, was da drin auf uns wartet. Es wird irgendetwas sein, was wieder total ätzend ist. Ich kann das jetzt schon erahnen. Oh, ich will da nicht rein. Speichern. Und los geht's. Oh! Die schwimmende Insel. 47 Minuten haben wir gebraucht. Oh Gott, schaut euch nur an, wie viel Munition wir verballert haben. Das ist echt unglaublich. Und Bidipacks haben wir natürlich auch benutzt. Wir haben 27 Gegner besiegt. Wir haben 3,91 Kilometer zurückgelegt. Und wir haben einen Drachen geschafft. Ja, wir sind jetzt ein Stück weiter. Und das war mein eigentlich mein Lieblingslevel, kann man sagen. Ich mag einfach die Atmosphäre des Levels. Ja, ich hoffe, dass euch das auch gefällt. Und mal gucken, wie das nächste Level wird. Bis nachher. Ciao, oder wann auch immer ich weiterspiele. Tschüss.